Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports 24 mit meiner Werder Bremen Karriere. Mein Name ist Michael und ich spiele für euch wieder zwei Spiele heute. Ja, Leute, checkt meinen Kanal ab. Gamer Michael kommentiert, like, lasst einen Daumen hoch da, lasst einen Daumen hoch da, lasst für die Liebe da. Kommentiert fleißig für den Algorithmus, wäre super, super cool und nice. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr das möchtet. Ja, würde mich freuen. So, wir schauen, welche zwei Spiele wir heute machen. Ich gucke mal auf den Kalender schnell. Und wir spielen heute gegen Eintracht Frankfurt. Und im Anschluss noch gegen Köln auswärts. Zwei Bundesligaspiele heute. Und beim nächsten Mal gibt es dann DFB-Pokal-Spiel zu Hause gegen Hoffenheim. Auch sehr interessant. Und dann gegen Leverkusen. Und dann drauf das, ja, in der nächsten, drauf die Folge dann gibt es Champions League gegen AC Mailand. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber erstmal müssen wir gegen Frankfurt spielen und gegen Köln heute zwei Ligaspiele. Und ja, schauen wir mal auf die Mannschaft. Da ist Adeyemi gesperrt. Er ist fünfte Gelbe, glaube ich, hat er bekommen. Deswegen ist er jetzt gelb-rot, also rot gesperrt. Macht aber nichts, ne? So, dann gehen wir rein ins erste Spiel. Ja, Leute. Spieltag, Vorbericht. Okay, okay. Götze ist immer noch da. Dem Rodriguez haben die. Aha, okay. Ja, okay. Dann, ja, gehen wir auf Anstoß und aufs Teammanagement und holen Adeyemi raus. Und dafür spielt dann halt Deban von Anfang an. Nehmen wir noch Grün mit, der uns nächste Saison verlassen wird. Genau. So, so spielen wir. Ja, wir spielen dann also im Wohn- und Weserstadion auf Weltklasse 3 Minuten im Regen und los geht's. Es wurde in den vergangenen Tagen viel über ihn diskutiert. Die Torgefahr schlechthin macht bisher einen Treffer nach dem anderen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch heute wieder Openda. Im 16er enorm spannend wird. 10 Treffer fehlen noch bis zum Rekord. Könnten wir eventuell schaffen. Der Pflichttermin für alle Fußballfans. Jetzt geht's gleich endlich los. So. Gegen Eintracht wird es auch nicht so leicht und so. Los geht's, Anstoß Werder Bremen. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Begegnung begrüßen. Auf dem Kommentatorenplatz haben Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Eintracht. Wobei an die Abwehr. Beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt. Die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Den Ball hält er gut. Eckball. Ball kommt lang. Da passt er auf. Ball geklärt. Schön reingespielt. Ganz stark. Okay. Gut, wie sie da die Räume eng machen. Jerome Junior Kongene. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Na, komm schon. Immer noch mit dem Ball. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Gelb für Ryan Sissel, ja. Das war Gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Ball kommt rein. Die Situation wird erstmal geklärt. Klasse Tackling. Mukoko.
Oh, da ist er durch. Oh, Moku durch. Szene geht weiter. Sagt das 1:0 in der 23. Spielminute, der Mann mit der Nummer 9, Moukoko. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Ja, 35 Tore nach 24 Partien. Ball rollt wieder, Rückstand nun also für die Eintracht. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Lavia. Vielleicht die Chance jetzt. Oh. Parade. Geht einfach vorbei. Moukoko mit der Chance. Oh, mein Herr. Meine Herr Moukoko. Knappes Ding. Könnte was werden. Der spielt er gut. Zack. Das 2:0 in der 36. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 9, Moukoko. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der schöner Steilpass. Und dann kommt dieser unheimlich durch die Mitte auf Moukoko. Und dann muss er ihn machen und er macht ihn. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Er holt den Ball hier. Gute Chance. Starke Szene. Gute Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Warum ist das ein Foul? Was ein Schwachsinn. Kein guter Freistoß. Ja, das können Sie viel, viel besser. Er holt sich diesen Ball. Ja, klar. Ja, das sieht gut aus. Pause in dieser so, Halbzeit. Die Gastgeber sind 2:0. Sie gehen hier einem Sieg entgegen, liegen deutlich in Führung. Und wir wissen ja, wie defensiv stark sie sind. Im bisherigen Saisonverlauf das Team mit der besten Abwehr. Also die Frage, was soll da noch anbrennen nach der Pause? Also ich vermute, hier ist fast alles gelaufen. Das wird ein Sieg, wenn sie, das ist wichtig. So, Teammanagement, nur Reins ist eine gelbe. Der Rest ist noch alles okay, frisch. Ja, dann machen wir fortsetzen und Anstoß Eintracht Frankfurt. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Kollegen bieten sich an. Ball bei Alejandro Garnacho. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu weit zum Kopfball kommen lassen. Kommt rein.
Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den 1. FC Köln. Also das wird heute ein sehr interessantes Spiel, da bin ich mir sicher. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Ist das das Tor? Nein. Das ist aufmerksam. Gut vom Torwart. So, sie werden nun also wechseln. Und jetzt ist der Ball geklärt. Götze! Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Frühes Stören jetzt. Moukoko. Hallo? Die Schiedsrichterin pfeift unnötig diese Aktion. Von dem Bodyblock, Alter. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Du mal reinste Verarsche hier. Blockt er einfach, was soll das? Den Mann für Grün. Abbas. Für Garnacho erstmal. Jetzt wird gewechselt. Ballverlust jetzt erstmal. Sie suchen die Lücke, gibt jetzt einige Optionen. Das könnte was werden. Jetzt die Hereingabe. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball. Dann wechseln wir mal Tell für Moukoko ein. Hier sehen wir den nächsten Gegner der Eintracht eingeblendet. Es geht für sie gegen Leverkusen im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und das nenne ich mal eine Aufgabe. Ja, Na klar. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Romano Schmid kommt für Güler. Er fängt diesen Ball ab. Maiga, wo rennst du denn hin, Sessinia, du Vogel, Alter? Ja, 2-0 steht hier aktuell und wir schauen schon mal, gegen wen es als nächstes geht. Der nächste Kontrahent von Werder Bremen heißt 1. FC Köln. Und da müssen sie so auftreten wie heute, dann gibt es eine gute Chance. Und es bleiben noch 5 Minuten. Oh, ich hab doch schon längst gedrückt, Mann. Das war zu hart, gibt Freistoß. Ja, also. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler ist. War ehrlich, ne? Die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung.
Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Er holt sich den Ball. So, Deckel drauf. Mit diesem das Tor, 3:0 in der 91. Spielminute, der Mann mit dem Elfo Pender. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, das war's auch. 3:0 gewonnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. So. Ja. Haben wir noch Post? Sperre abgelaufen, Akimi. Ja, alles klar. So. Tore haben wir schon geschossen. Ein Unentschieden. Jo, jetzt kommen wir zum Na was? Ach so, ja. Okay, ja, na was wollten wir auch verkaufen, stimmt. Er ist nicht. Okay. Also wir könnten abgelehnt. Ja, mal gucken, was delegieren machen. Genau, so ist okay. Mal gucken, was dabei rumkommt noch. Spieler verletzt. Garnacho. 3 Monate wird er ausfallen. Innenbandverletzung. Ach du meine Güte. 3,8. Ja. Bitter, bitter, muss ich sagen. Berger. Ja. Holland. Torwart. Sehr gut, auch sehr, sehr gut. Potenzial hat der Olli Holland. Ja, Garnacho wird dann halt Abasch spielen und so. Ja, haben wir das jetzt soweit? Und ja, gehen wir rein ins zweite Spiel des Videos gegen Köln. Und ja, Vorbericht. Anstoß und ja, wir spielen im Rhein-Energie-Stadion Weltklasse 3 Minuten heiter und los geht's. Es ist ja klar, wer heute im Mittelpunkt stehen wird in diesem Spiel, denn der war in den letzten 3 Spielen unheimlich tot. 36 Tore, Moukoko.
Ihm fehlen nur noch 5 Tore, ein 6 zum Rekord knacken. Zu dieser heutigen Begegnung. Herzlich willkommen im Rhein-Energie-Stadion. Anstoß Köln, ich los bin geht's. Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns, dass Sie zu Hause dabei sind. Und heute geht es bei uns um ein Spiel. Chance zum Tor. Da so, das 0:1 in der zweiten Spielminute. Der Mann mit der Nummer 11, Openda. Das war ein schnelles Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei und dann nicht lange gefackelt, zieht ab und wird mit einem tollen Tor belohnt. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Lavia. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Aber damit haben sie doch keine echten Probleme. In der Bayer-Arena hat sich was getan, es ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz zurück ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand, damit 1-0. Gespielt sind 8 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Der Ball jetzt bei Karim Adeyemi. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Es gibt Abstoß. Kann Geschichte schreiben. Stimmt, kann er. Mukuku kann Geschichte schreiben. Guter Vorstoß da jetzt. Und jetzt die Chance. Schöne Chance. Von Adeyemi. Zentrum. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Schön auch, aber wieder eine gute Chance. Da haben sie jetzt den Ball. Der erste FC Köln mit dem Einwurf. Balleroberung. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Hä? Was ist denn mit Lavia los, Junge? Der sich den Ball abknüpfen lässt an der Hand. Yo! Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ey. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Vielleicht meine Fresse. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Und wieder da. Ball wird geblockt. Adeyemi. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Jetzt kommt der Schuss. Oh mein Gott, ich hab gedacht, der wäre drin. Ja, Logo, den müssen Sie machen, dann können ich hab gedacht, der wäre drin. Sie deutlich entspannter anschauen, so bleibt spannend. Paul Köln, klarer Fall, muss Freistoß geben. Oh. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga, eingeblendet für den ersten FC Köln. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. Mukoko! Zack, das 0:2 in der 43. Spielminute, der Mann mit der Nummer 9, Mukoko. Sein 37. Treffer jetzt.
noch 5 Treffer. Wir sehen oder? Ja, 5, um den Rekord endgültig zu knacken. Und dann natürlich unglaublich nervenstark aus kurzer Entfernung. Das ist ein klasse Tor. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Moretti. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Pause, ja, 2:0 zur Pause. Erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich wieder los. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. No. So, so. Fortsetzen und Anschluss der SV Werder. Und jetzt geht's hier weiter. Was? Ach Mann. Ball erstmal weg. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Was? Und es gibt Freistoß. Jetzt pfeift er. Sie wechseln. Hier kurz der Hinweis auf den kommenden Gegner von Werder Bremen. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Spiel und es ist wohlgemerkt das Halbfinale im deutschen Pokal. Halbfinale schon, ja. Das wird eine machbare Aufgabe. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bay Arena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 55 Minuten. Sie haben die Chance. Yes. Tor. 0:3 in der 57. Spielminute, der Mann mit der Nummer 7, Karim Adeyemi. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. So, jetzt müssen wir mal was auswechseln, weil die müssten für ein Pokalspiel fit sein. Da kommt Tell rein. Romane Schmid kommt rein. Auch die Mann für Adeyemi. Ryan Sessegnon muss raus. Und ja. Und Krühl für Abbas. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Da mussten wir die Info zum anderen Spiel leider unterbrechen. Bayer Leverkusen macht das Tor. Sie sind jetzt mit 2:1 vorn. Openda. Ja, mit viel Übersicht. Klasse gespielt. Jo, das 0:4 in der 62. Spielminute und dann mit der Nummer 9. Mukuku. 38. Tor, Bundesliga-Tor. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann eiskalt durchgezogen, lässt sich nicht mehr beirren. Technisch ist das natürlich klasse gemacht. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Die Mitspieler bieten sich an. Da ist der Ball hier erstmal weg. Jetzt wäre der Platz auf außen da.
Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor in der 70. Spielminute, der Mann mit der Nummer 32, Matestell. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jojo. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut 5:0. Jetzt haben sie den Ball verloren. Mokoko ist das. Sie stören früh, da ist der Ball. Schussversuch. Szene geht weiter nach diesem Block. Zieht einfach mal ab. Oh. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Ball ist weg. Guter Vorstoß. Oh, die Riesenchance. Tor in der 81. Spielminute, der Mann mit der Nummer 32. Till. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann dieser tolle Abschluss aus der Distanz. Ist das dann natürlich kein echtes Problem mehr. Gegen Köln. Mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Aber ich glaube, Köln ist auch Absteiger, oder? Kann das sein? Regulär sind es noch 7 Minuten. Oh. Da kam das Foul, aber es gibt Vorteil. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber. Es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den dritten Treffer für Leverkusen. Youssef En-Nesyri ist der Torschütze. Ja, da sieht man mal, wie abgestimmt die Laufwege bei ihnen sind. Er startet Richtung Tor und oh, das könnte was werden. Oh. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eckball, gelb für Mukoku. War die zweite Gelbe in Folge. Letztes lustiges Spiel auch schon. Der Ball kommt rein. Schlusspfiff in dieser Ja, das war's. 6:0 gewonnen, auswärts gegen in Köln. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Ja, Leverkusen 3:1 gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. So. Post haben wir. Okay, das wie immer. Nikolaus, bin stolz auf dich. Wieso sind jetzt uns so nicht so zufrieden? Also, ja gut, er ist ja auch nur Ersatzspieler oder Rotationsspieler, ja gesagt. Im Viertelfinale hatten wir Eintracht Frankfurt. Okay. So. Ja. Jetzt natürlich nicht alle so fit fürs nächste Spiel, aber egal. Das wird schon so funktionieren. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann kommentiert, liked, also kommentiert so viel für den Algorithmus. Wäre echt mega cool. Kommt, wie gesagt, kommentiert, liked, lasst einen Daumen hoch da, lasst viel lieber. Teilt meine Videos, supportet mich und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich super, super freuen. Und somit verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Michael.